Hallihallo, meine Lieben, da bin ich wieder. Es ist ein neuer Tag. Wir haben heute Donnerstag. Heute musste ich nicht arbeiten. Heute haben wir auch die letzten Stunden richtig heiße Sonne genossen. Was möchtest du, Ron? Ein Löffel. Guck mal, da hinten unterm Baum liegt ein Löffel. Aber die ist dreckig. Der ist nicht dreckig. Doch. So. Och, Bäuerchen. Weil ich aber zeigen wollte, heute gab es wieder in meiner Boutique Aldi wasserdichte Handyhüllen. Und klappt, guck. Ja, da freuen die sich wie Schneekönige, dass sie jetzt ihr, was macht ihr die ganze Zeit? Musical.ly und den ganzen Ritzeratzerotze. Das sind die sich da unter Wasser, habt ihr euch unter Wasser schon gegenseitig geknipst? Ja. Nee. Ja, also Videos, Dalin hat mich gefilmt. Videos sogar schon gedreht? Guck ja, jetzt. Ich mach jetzt, warte. Ja, gut. Das hört man unter Wasser. Oh. Guck mal, das drückt irgendwelche Knöpfe, wenn ich unter Wasser gehe. Das hat ja, mich ist gefilmt. Ja cool. Da haben die Spaß wie Wolle. Also die Sonne, die versucht sich zwar durch die Wolken hier durch zu kladderadatschen, aber funktioniert nicht. Also so schaut der Himmel da hinten aus. Ich weiß nicht, ob man das so richtig erkennen kann, aber es zieht sich halt dunkel zusammen. Dafür muss ich gleich gucken, dass ich mit den Mädels die Plane schnell drauf mache, sonst ist das ganze Geblättere und Geäste und was weiß ich, was alles vom Himmel abstürzt, nämlich im Pool drin. Ja, ich glaube, dann wartet erstmal so für die nächsten paar Tage mit Megasommer. Morgen ist schon wieder 15 Grad kälter. Naja, ich lasse mich überraschen, morgen muss ich arbeiten, ist Freitag. Mama! Ja, Schatz? Guck, mein Schuh ist... Was ist denn unter deinem Schuh? Was ist denn das? Was ist da reingetreten? Ja? Das ist ein Vogel. Das ist ein Vogel. Ja. Ja. Das ist, weil du da irgendwas Klebriges drunter hast. Da bleibt alles dran kleben. Wir haben heute im Kindergarten dann auch Wasserschlacht gemacht mit der Wasserpistole und alles. Die muss ich jetzt dann mal wieder reparieren, weil... die meine. Von, war das jetzt deine oder die von Rick, die nicht mehr funktioniert? Meine funktioniert nicht mehr. Ja, dann musst du mir die mal geben, dann muss die Mama, ne, Mama muss ja mal irgendwas basteln. Ja. Sag ich mal. Du bist in was Kleberisches reingetreten. Du musst am besten da, wo der Gartenschlauch ist, ne? Machst du mit Wasser nass, dann geht das Kleberische weg. Ja. Ich will Schuhe anziehen. Ja, dann zieh ja Gummistiefel. Klappert. Du musst aber dafür auch den anderen Schuh ausziehen, wenn du beide Gummistiefel anziehen möchtest. Mhm. Nur den einen? Ja. Dann nimm doch den Gummiglock. Mhm. Geht doch einfach. Ja. Dann kann ich nicht in den Inhalt treten. Nee. Das war der falsche Fuß. So, ist sexy. Ein Gummistiefel, ein Turnschuh. Komm, ich mach dir mal ein klein bisschen Wasser an. Ja. Ja, ich sag mal, solange es nicht zu freizügig ist, kannst du es posten. Solange das nicht zu freizügig ist. Solange du nicht zu nackig bist. Okay. Die Hast du an. So, Kleberische ist weg. Naja, mal schauen. Ich werde jetzt Wasserpistole, ich muss bei der Schülerhilfe mal eben anrufen. Und Wasserpistole reparieren. Gucken, ob es funktioniert. Und mein Pony ist so dermaßen zu lang, also ich sehe bald gar nichts mehr mit der Gedine da vorne. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Janchen. Guten Morgen. Jana hat heute schulfrei, da die ja am Samstag bei Klasse Wir Singen in Köln in der Lenzers Arena war. Und die dafür einen Tag schulfrei bekommen haben. Ja, habt ihr ja gesehen, am Samstag haben Dirk und ich ja in dem Livestream mehr oder weniger durch die Leitung ein bisschen verkackt, aber egal. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir zwei, was machen wir jetzt heute? Du willst unbedingt den Kick, ne? Ja. Nach Bustiers gucken. Dann werden wir jetzt gleich mal nach ein paar Bustiers gucken und dann machen wir zwei hier zu Hause ein bisschen Ordnung, okay? Ja. So, hier Spülmaschinenkram und so. Ich trinke mir jetzt erstmal einen Kaffee und dann fahren wir mal rüber zum Kick. Action! Wir zwei sind unterwegs und bringen erstmal unsere 270 Pfandflaschen weg. Ja. Da am Samstag bei sehr uns viele. Im Aldi.
der Pfandrückgabeautomat kaputt war. Leider. Leider. In der Zeit haben sich aber noch ein paar neue Flaschen mit eingesammelt. Von daher dauert das vielleicht wieder richtig ultilange. Ja. Bis wir die alle leer haben. Ja, du bist mir ja hier ein Freund. Ah, du Fall. Heute ist aber ziemlich bedecktes Wetter, echt. 18,5 Grad haben wir. Ich muss gleich auf jeden Fall im Pool Sachen reinmachen. Ja, der wird schon. Ja, sonst verändert er die Farbe. Der fängt nämlich damit an. Und nach der Oma und Opa fragen. Ja, nach allem. Ja. Wir sind von unserem Einkauf wieder zurück. Wir haben Flaschen weggebracht, meine Leergutflaschen. Das waren 99 Flaschen, Dosen und alles Mögliche. Ja. Und bevor wir aber jetzt hier Haushalt irgendwas starten, haben wir zwei uns hingesetzt, ein bisschen Frühstück gemacht. Guck. Also, Rührei, Kohlrabi, ja, ich habe mir noch ein paar Fußkrebse dazu getan. Ne? Janchen auch schön, Kohlrabi, Sticks und Rührei. Mhm. Jana will auch wie Mutti Kohlenhydrate essen. Weil ich habe jetzt ab heute habe ich wieder angefangen, dass ich mir vorgenommen habe, auch wieder zum Sport zu rennen. Ich habe jetzt schon seit Ewigkeiten keinen Sport mehr richtig gemacht. Man merkt, dass alles das, was mal hintrainiert war, ist jetzt verschwunden. Was heißt verschwunden, aber ist wieder auf Normalzustand. Hat es sich zurückgebildet. Ne? Aber kriegt ihr gar nicht. Guck, das ist nichts mehr. Nee, die kommt dann, wenn ihr die anmacht, kommt die raus. Wir unterhalten uns gerade über die Kamera, wie das funktioniert. Weil die Kamera, die ich habe, die hat keinen eingebauten Linsenschutz. Da musst du mal ein Kläppchen vormachen. Und bei der Legria, da ist das, wenn du die ausmachst, geht vorne so ein Pfipp davor. Wir haben gerade so jetzt mal durchdacht, weil wir alles sauber machen. Wir werden jetzt als allererstes gleich mal im Pool das Zeug alles wieder reinmachen. Ich denke, zum Schwimmen ist es heute aber zu kühl. Ja. Weil auch wenn es dir im Wasser beim Spielen warm ist und angenehm, dann kommst du raus und ist der ganze Körper nass und dann kommt ein Windstoß. Genau, so wie gestern. Das ist doof, ne? Mhm. Ich habe jetzt den Pool aufgemacht und alles an Zeug reingeschüttet, was da reingehört. Aber das kann man, glaube ich, auf der Kamera oder auf dem Film gar nicht so richtig erkennen. Der ist ein klein bisschen milchig geworden. Ich habe jetzt dafür Flockungsmittel reingeschüttet und lasse ihn jetzt den ganzen Tag bis irgendwann 0 Uhr oder so, wann ich schon am Bett gehe, laufen. Und dann müsste das eigentlich wieder klar sein. Siehst du, das kannst du nicht erkennen. Ich denke mal nicht, dass man das erkennen kann. Aber so, wenn du daneben stehst, dann siehst du, dass der gar nicht mehr so richtig klar ist. Bisschen rumgekeschert habe ich. Ja, zum Rasenmähen ist ja nichts da. Guck mal hier, die Wiese. Alles braun. Das Einzige, was wächst wie Sau, ist der scheiß Klee. Aber dafür hole ich jetzt auch den Rasenmäher nicht raus. Weil der erwischt noch nicht mal die ganzen Kleeblümchen. Ja, wenigstens ein Bienchen, was, um sich hier Blütenstaub zu holen. Ja, so schaut das aus. Das habe ich bis jetzt gemacht, drin etwas Ordnung. Und dann mal gucken, jetzt Pappe zerreißen. Ne? Von großem Paket, was gekommen ist. Und dann ist auch schon wieder soweit, dass Stalin jetzt gleich von der Nachhilfe hole. Weil wir haben jetzt schon, ich glaube, 2:30. Ich meine, 2:30 hält man. Die Nachhilfe geht bis 3:30. Dann gehen wir erst Stalin holen. Oh, weil die Schwalben, die fliegen wieder ganz verdammt tief. Und dann gehe ich direkt die Jungs danach holen. Na, mal gucken, was der Tag mir hier so bringt, ne? Die haben ja jedes Mal irgendwas. Was sie sich tun. Ich muss gucken, der Dirk, der hat gestern an meine Kamera rumverstellt und gemacht, getan. Ich weiß gar nicht, was der daran gemacht hat. Und da war ja auch schon mal die Frage nach dem Apfelbäumchen, auch bei dem Live-Chat. Live-Chat, Livestream, den wir versucht haben mit schlechter Verbindung. Die Frage nach dem Apfelbäumchen. Also, ich kann sagen, er ist auf jeden Fall, hat der Fuß gefasst. Guck, der ist richtig, da ist jetzt auch, der ist neu gewachsen, das kleine Ästchen. Und so ist das alles. Guck mal, richtig gesunde große Blätter, ohne Lochfraß. Das hat sich also dann ganz schnell mit diversen Hilfen erledigt, ne? Alles gut. So schaut er auf jeden Fall aus.
des kleinen Apfelbäumchen. Mein Vater eben auch wieder ein paar makabere Scherze gemacht. Da können wir ja dann in 5 Jahren oder so einen ersten Apfelkuchen machen. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht mit dem Bäumchen. Na, wie gesagt, ich werde jetzt erstmal Pappe zerreißen. Na, Medi. Kollege, sag mal hallo. Ja, die Medilein, ja. Du riechst, ne? Ich war nur hinten im Garten. Ich war nirgends woanders. Ich stand ja im Garten. Ich muss jetzt einfach mal sagen, Mädchens, Ladies, können wir jetzt mal die Garderobe ausrangieren? Weil, ich sag mal, Winter haben wir nicht mehr. Wir können doch einfach hier nur so dünne Jäckchen. Da ist die Kapuzenjacke, die ich letztens gesucht habe. Was macht die denn an deinem Haken? Ups. Vernünftig, Kollege, vernünftig. Auch nichts. Hier ist gar keine Jacke, die ich benutze. Ja. Guck dir da dann. Ein Schrägjäckchen. Warum ist hier so eine Kacke? Das gehört nicht mir. Was ist das denn? Ein Unterhemd. Unter den Jacken versteckt. Ja, meine Oh, ganz schön viele, Mama. Die schwarze Bolero. Das ja. Die zieh ich an und wieder. Das kann weg. Ja. Aber dann ist doch hier einfach, dann fühlt sich der Flur auch wie Frühling. Ah ne, wir haben ja schon Sommeranfang. Hier ist meine Tasche. Ja. Hier ist mein Wenn man Sachen auf einmal da wegräumt. Ey, da sind sogar noch Kaugummis drin. Was möchtest du schon? Milli. Mama, die hätte ich für das Sportfest gebracht. Guck mal, mein Spatzenmännchen hat die Haare geschnitten bekommen von mir gestern. Was ist denn da vor die Nase gehalten? Ein Schwein? Ich habe auch noch ein anderes, das sieht besser. Ja. Wer ist hier von euch Stöcke am Sammeln? Trick. Party, guck mal, hast einen Stock. Willst du nicht? Tu den bei Mamas Brennholz hin. Danke. Ja. Oh. Mama, man staune, es werden so viele Sachen. Doch, das ist die große graue. Wieder entdeckt. Mama. Wo man denkt, wo ist die musst du reparieren für den Winter. Die repariere ich vielleicht. Nee, nicht vielleicht. Du musst. Und meine Bomberjacke. Weißt du, wie blöd das ist, da einen langen Reißverschluss reinzunähen? Danke, mein Schatz. Meine Na gut, wenn ihr das erledigt habt, dann bin ich mega stolz auf euch, ehrlich. Ihr könnt die Jacken, die in den Keller kommen, legt da bitte da, so in den Bereich da vorne. Legen, nicht schmeißen, legen, nicht schmeißen. Mach ich jetzt gleich. Und das, was gewaschen werden soll, könnt ihr mir auch noch da vorne tun. Das ist auch eine Winterjacke, oder? Ja, manche kannst du ja auch nach oben tun. Das ist mir eigentlich... Mein kleiner Banati möchte noch seine Milli. Sonst gehört er mir nichts mehr, doch meine Bomberjacke. Mhm. Ist aber auch für den Winter. Gorilla, Beine, wieder ein kleiner, auseinander. Da! Klappt dann mit deinem Milchpulver? Ich will das machen. Was möchtest du machen? Ich Milchpulver? Wer ist das denn alles? Ja, die Zähne halt. So, der Rick. Nicht der Rick. Ich vertausche die Namen meiner eigenen Kinder. Ich bin Ron. Ja, du bist Ron. Entschuldige bitte, dass die Mama dich wieder verwechselt hat. Das ist Rick und Ron sitzt am Teppich. Was ist das denn? Herr Ron macht sich selber seine. Wow, noch zwei. Erstmal abschürfeln. Das waren so viel. Jawohl. Noch einen. Wunderbar. Deckel zu. Und wegräumen. Nö, nee, du kannst das wegräumen. Oh. Warte, ich muss noch dann den Deckel. Ja, mir dann da auf die Bank schmieren, du kleinen Jack. Ich weiß, es ist eine Nuckelmilchflasche, aber er liebt sie. Und es sind nur die 2 Flaschen, die der am Tag sich ganz schnell trinkt. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie der das Ding leer trinkt. Ne? Ja. Du bist so schnell. Und die Milch, die schmeckt halt mach nur... Mach die Fernseher an. Nein, wir gehen in den Garten. Ist frische Natur, brauchst du kein Fernsehen gucken, Kollege. Okay. Wir gehen jetzt mal gucken, wie das Poolwasser geworden ist. Ob das schon besser ist, okay? Aber ich euch...
Darf ich schon trinken? Du darfst trinken. Okay. Okay? Ja. Ja. Das ist immer unsere Ansage, bevor er sein Milchchen trinkt. Was ich sagen wollte, die Milch schmeckt ihm am besten aus diesem Nuckelfläschchen. Weil ich habe die Studert auch schon mal in andere Flaschen und so rein. Das hat dann aber nicht so sein Flair. Ich weiß, er ist über 3 Jahre alt, ja, und kein Kind ist gleich. Und ich lasse ihm ganz einfach diese Vorliebe, seine Milch. Das ist aber auch Milchpulver für ab 2-Jährige, das ist keine Babymilch mehr. Er trinkt aber keine normale Milch, er mag die Kuhmilch nicht. Und deswegen, da sind diverse Stoffe drin, ist gut. Ich möchte hier mal von Herzen einen Gruß loswerden, und zwar an einen kleinen, netten jungen Mann, der ist 6 Jahre alt und heißt Leon und kommt aus Lübeck. Ich grüße dich ganz herzlich und wünsche dir noch viel Spaß beim weiteren Zugucken von diesen Videos, die ich mache. Und mich freut's, dass dir das auch gefällt. Viele liebe Grüße, Leon. Krieg! Mein Kopf ist kleiner. Was machen Sie hier? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Mein Zwillingsbruder. Na? Alles fit? Ich war gerade in der Zeit in der Küche und habe wieder irgendwas an Essen gebastelt. Und zwar habe ich heute mal wieder Gehacktes genommen, aber diesmal Rinderhackfleisch mit braunen Champignons geschnipselt, angebraten, Paprika und schön scharf gewürzt. Ist natürlich auch wieder ein kleiner Tipp an die Leute, die sich für Ernährung interessieren. Ich habe einfach, beim Lidl bekommt man Rinderhackfleisch, sogar mit reduziertem Fett. Da hole ich das immer. Und dann suche ich mir einfach mal irgendein Gemüse aus, welche zumische. Heute habe ich mich für, ich mag lieber die braunen Champignons, nicht die weißen. Die habe ich mir geschnippelt. Rote Paprika, orange Paprika. Und richtig schön fett gewürzt. Ich tue ja in alles immer Tabasco rein, ne, damit es richtig schön brennt. Und Salz, Pfeffer. Und jetzt. Der Boden ist Lava. 5, 4, 3. So, für heute will ich mich wieder verabschieden und würde sagen, wir sehen uns natürlich wieder im nächsten Video. Ich möchte auch hierbei ganz lieb die Melli grüßen. Wir hatten auf Instagram etwas geschrieben und ich hoffe, ich konnte dir damit einigermaßen so einen kleinen Tipp geben. Und natürlich auch ganz liebe Grüße an meine Sandra. Ne? Du weißt Bescheid. Und für alle die, die es noch nicht mitgekriegt haben, ich habe jetzt auch ein Instagram-Profil, Account, Seite, ihr wisst, was ich meine. Ich habe die Feststellung gemacht, auf Instagram, da kann man ja auch, haltet mich nicht für ganz blöd, aber ich bin halt ganz neu auf diesem Sektor mit Instagram und Pipapo, ich habe auch kein Facebook. Hatte ich mal, habe ich aber jetzt nicht. Da kann man ja auch ein bisschen privater schreiben und nicht halt immer unter dem Video, wo es dann jeder lesen kann, ne? Ist nämlich cool. Da kann man wirklich, wenn jemand mal irgendeine Frage an mich hat oder so, dann einfach auf Instagram dann fragen und dann können wir das dann so klären. Ich kann Antworten geben oder wie auch immer. Ich muss mich auf dem Gebiet echt noch, ja, ich war immer so einfach gestrickt und habe mir gesagt, ich brauche das nicht, ich brauche das nicht, ich brauche das nicht. Und was mache ich? Ich fange mit YouTube an. Und filme mein Leben, das, was ich tagsüber mache. Naja, die einen so, die anderen so. Und jetzt taste ich mich langsam rein. Mit Instagram habe ich jetzt angefangen. Mal gucken, was noch alles kommt. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal eine Facebook-Seite haben, aber ich weiß es nicht, weil, ich muss ganz offen stehen, man muss auch irgendwo ein bisschen die Zeit haben, immer auf alles zu antworten oder so. Das Einzige, was ich momentan oft mache, auf Instagram, irgendwelche Herzen auf die Bilder tippen. Und naja, ich bessere mich. Irgendwann bin ich hier voll der Internetprofi. Aber ich wünsche euch was. Schönen Abend noch. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.